eigener Kraft. Sadomaskovic. Reiß dich zusammen, du weißt, was du kannst. Begreif deine Angst, fang an, sie zu bekämpfen. Keiner reicht dir die Hand, wenn du es alleine nicht schaffst. Mit eigener Kraft kannst du den Zustand beenden. Also reiß dich zusammen, du weißt, was du kannst. Leiste deinen Kampf und bring ihn zu Ende. Erreiche den Stand, deine Reise ist lang. Und um reichendes Verlangen wird sich das Blatt nicht wenden. Seit ich denken kann, würde ich was Großes erreichen. Als ich klein war, dachte ich, dass da noch so viel Zeit ist. Jetzt bin ich da und bin schon fast über 30. Und was habe ich erreicht? Ich weiß es nicht. Ich ist noch so früh für eine Midlife-Crisis. Ich sollte heiraten, doch habe nicht meine Freunde. Ich habe so viel Zeit verschwendet, du willst sie bloß hinblicke. Nach vorne, es geht weiter, doch ich weiß nicht, wer ich bin. Bringe Dinge nicht zu Ende, denke Gedanken nicht fertig. Ich mach nur Scheiße und renne entspannt in die Verderbnis. Bin zu mir selber nicht ehrlich und schlag mir selbst auf die Fresse. Den rechten Weg einzuschlagen, beginnt bereits bei dem Essen. Lecker Tierteile liegen bei mir auf dem Grill. Ich werde kein Vegetarier, weil ich einfach nicht will. Und der Genuss von Substanzen, wie zum Beispiel von Alk, verleitet mich immer wieder, doch hält mich leicht raus zum Hals. Reiß dich zusammen, du weißt, was du kannst. Begreif deine Angst, fang an sie zu bekämpfen. Dann erreich dir die Hand, wenn du es alleine nicht schaffst. Nur mit eigener Kraft kannst du den Zustand beenden. Also reiß dich zusammen, du weißt, was du kannst. Leiste deinen Kampf und bring ihn zu Ende. Erreiche den Stand, deine Reise ist lang. Nur durch reines Verlangen wird sich das Blatt nicht wenden. Mir reicht dieser Scheiß, es wird Zeit für was Neues. Nicht das Leben vergolden, weil man ständig betäubt ist. Immer bin ich abgelenkt durch das Programm von heute. 5 Tage Arbeit und am Wochenende Besäufnis. Ich habe kein Auto, ich habe keine Wohnung. Ich habe kein Geld, ich habe auch keine Erholung. Und auf einmal bekomme ich Angst vor der Zukunft. Ich habe Angst vor Verlangen, ich habe Angst vor Versuchung. Niemand außer mir selbst kann das richten. Meinem Wut auf die Welt verstecke ich in Gedichten. Mir ist bekannt, dass alles gar nicht so leicht ist. Und wer es selbst nicht in die Hand nimmt, erreicht nichts. Da draußen wartet niemand auf dich, Mac. Wenn du Leuten nicht gefällst, drehen sie sich weg. Auch wenn sich in mir alles widersetzt. Wenn ich irgendwas erreichen will, dann lieber jetzt. Also reiß dich zusammen, du weißt, was du kannst. Begreif deine Angst, fang an sie zu bekämpfen. Keiner reicht dir die Hand, wenn du's alleine nicht schaffst. Nur mit eigener Kraft kannst du den Zustand beenden. Also reiß dich zusammen, du weißt, was du kannst. Leiste deinen Kampf und bring ihn zu Ende. Erreiche den Stand, deine Reise ist lang. Nur durch reines Verlangen wird sich das Blatt nicht wenden. Rauche bereits seit meinem 15. Lebensjahr. Denn folgendes Rauchen sterben die Menschen jeden Tag. Die Vergangenheit ist vorbei, was die Zukunft bringt, sehen wir dann. Das Einzige, was wir beeinflussen können, ist die Gegenwart. Ich überlege gerade, ob ich eigentlich dumm bin. Warum verschwende ich meine Zeit an irgendeinen Unsinn? Der Moment ist gekommen, innerlich spüre ich Leere. Ich bin etwas benommen und ich bin müde und träge. Vielleicht muss ich nur etwas essen, um wieder zu Kräften zu kommen. Und am besten mehr pennen, denn meine Nächte sind lang. Ich muss einsehen, dass ich nicht das tun kann, was mir Spaß macht, denn irgendwann gehen wir alle zu Gott oder zu Satan. Aber heute gebe ich mir Mühe, daraus das Beste zu machen. Hör auf, mich selbst zu belegen, verlangen das Rechte zu schaffen. Wie ich mich kenne, gelingt mir das wahrscheinlich nur bedingt. Aber der Weg zur Erleuchtung ist durch Erkenntnis bestimmt. Also reiß dich zusammen, du weißt, was du kannst. Begreif deine Angst, fang an sie zu bekämpfen. Keiner reicht dir die Hand, wenn du es alleine nicht schaffst. Nur mit eigener Kraft kannst du den Zustand beenden. Also reiß dich zusammen, du weißt, was du kannst. Leiste deinen Kampf und bring ihn zu Ende. Erreiche den Stand, deine Reise ist lang. Und reines Verlangen wird sich das Blatt nicht wenden. Ich verurteile niemanden außer mich selbst. Zurzeit bin ich eine Person, die mir selbst nicht gefällt. Selbstkritik ist der erste Schritt zur Verbesserung. Einem Weltprinzip, nach dem der Erfolg messbar wird. Hör dir aber andere Tracks von mir an, das sind von sowas von schlecht. Aber egal, ich hab nie verlangt, dass irgendwas blecht. Ich hab keinen Plan von Musik, ich mach das einfach zum Spaß. Wenn du meinst, dass es Dreck ist, steck es dir in den Arsch. Also an dieser Stelle wird mir klar, ich hab mich nie wirklich bemüht. Ich bin immer wieder jemand, der sich selber belügt. Andere Jungs sind mit 20 schon stabil unterwegs, weil sie früh genug erkannt haben, worum es hier geht. Ich hab mir so vieles vorgenommen und es nie getan, aber nicht einen Tag im Leben meine Zukunft geplant. In meinem Alter hat man normalerweise in der Familie ein Haus, das Potenzial war immer vorhanden, doch ich nutzte es nicht aus. Also reiß dich zusammen, du
weißt, was du kannst. Begreif deine Angst, fang an, sie zu bekämpfen. Dann reicht dir die Hand, wenn du es alleine nicht schaffst. Nur mit eigener Kraft kannst du den Zustand beenden. Also reiß dich zusammen, du weißt, was du kannst. Leist den Kampf und bring ihn zu Ende. Erreiche den Strand, deine Reise ist lang. Nur durch reines Verlangen wird sich das Blatt nicht wenden. Also, reiß dich zusammen, du weißt, was du kannst. Begreif deine Angst, fang an sie zu bekämpfen. Dann reicht dir die Hand, wenn du es alleine nicht schaffst. Nur mit deiner genauen Kraft kannst du den Zustand beenden. Also reiß dich zusammen, du weißt, was du kannst. Leiste deinen Kampf und bring ihn zu Ende. Erreiche den Stand, deine Reise ist lang. Nur durch alles Verlangen kannst du sich das Blatt nicht wenden. Reiß dich zusammen, oh, du weißt, was du kannst. Begreif deine Angst, fang an sie zu bekämpfen. Dann reicht dir die Hand, wenn du es alleine nicht schaffst. Nur mit eigener Kraft kannst du den Zustand beenden. Also reiß dich zusammen, du weißt, was du kannst.